Ja, komm mal schnell runter. Ich brauch dich. Ja, natürlich ist es wichtig. Sonst würde ich ja nicht anrufen. Die ist für dich. Zur Einschulung. Ach ja? Die kannst du doch sicherlich mal wieder als Bestechungsaufwand von der Steuer absetzen. Simon, bitte! Was denn? Passt doch irgendwie alles zusammen. Du nimmst mir einen Freund weg und ich krieg dieses Ding dafür. Wieso nehme ich dir einen Freund weg? Das war Ronnys freier Entschluss, mitzukommen. Er hätte schließlich auch ablehnen können. Ach ja, wenn du ihm mit einem Plattenvertrag winkst. Ja, das ist nun mal mein Beruf, junge Talente zu erkennen und zu fördern. Ja, vorausgesetzt, die jungen Talente sind nicht dein Sohn. Du denkst doch immer nur an dich. Das stimmt nicht. Das weißt du ganz genau. Verdammt doch mal, Simon, du bist kein kleines, trotziges Kind mehr. Marco, wegen gestern Abend... Ich hab mich abgehetzt, ja? Ich bin gerast wie ein Blöder. Um 9 Uhr war ich hier. Und wo warst du? Ich bin nicht das Hauskätzchen, das dem Herrn zur Verfügung steht, wenn es dem Herrn beliebt zu erscheinen. Sag mir einfach, wo du warst. Und wo warst du? Als ich um 10 nach Hause gekommen bin, war hier alles leer, kein Marco. Soll ich jetzt Buch führen, wann ich was wo mache, oder? Aber ich, hä? Du nörgelst doch dauernd an mir rum, weil ich nicht genügend hier bin und weil ich mich so selten melde und all der Quatsch. Und dann hast du mich rausgeschmissen. Aus meinem eigenen Zimmer. Ich habe in der Stadt was gegessen, habe ein Schaufensterbummel gemacht und mir Klamotten angeschaut. Es steht ein Wettbewerb an und Franzi und ich werden da mitmachen. Ach, und warum hat Wolfgang dann gesagt, du wärst bei Franzi und Franzi, du wärst bei Wolfgang? Okay. Ich habe verstanden. Also nehme ich die Kiste wieder mit, wenn du sie nicht willst. Nein, ich will sie ja. Warum nicht? Verstehst du, ich habe in den letzten Jahren gelernt, das zu nehmen, was ich kriege. Und diesmal ist es halt die Kiste. Wo ist der Schlüssel? Harold! Bin erst in 8 Wochen zurück! Simon! Wie hast du es, wenn wir uns so streiten? Jetzt lenk nicht ab. Hier stimmt doch irgendwas nicht. Alle machen hier so einen Krach. Das gefällt dir gar nicht, hm? Ja, Moment. Franzi, für dich. Guten Morgen, die Herrschaften, wenn ich Sie bitten darf, Platz zu nehmen und Ruhe bitte. Ich möchte Ihnen nämlich Ihren neuen Mitschüler Simon Wegener vorstellen. Simon ist neu im Marienhof und ist schon ein bisschen herumgekommen in der Weltgeschichte. Er hat Schulen in New York, London und Paris. Sind wir ein richtiger Aufstieg? Aha. Und jetzt möchte er sich hier bei uns sozusagen sesshaft machen. Ja, da fangen wir gleich damit an. Sie können sich da hinsetzen. Ich möchte Sie bitten, Ihrem neuen Mitschüler den Einstieg etwas zu erleichtern und gegebenenfalls weiterzuhelfen. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben bei den Entwicklungen der deutschen Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts. Wir beschäftigen uns heute mit Theodor Fontane. Wer kennt Fontane? Also ich kenne nur Fanta. Kurz mal zu Franzi. Eine halbe Stunde bin ich wieder da. Zu Franzi? Alibi abdichten, was? Dein gottverdammtes Misstrauen geht mir auf den Keks, Marco. Du hast nicht den geringsten Grund dazu. Wenn du alles so sehen willst, können wir unsere Beziehung am besten gleich vergessen. Jenny. Jenny. Das Kind schon schaukeln, hm? Hey, was hältst du davon, wenn deiner Mami heute was Schönes kochen? Oh je. In seinen Balladen, wie zum Beispiel Archibald Douglas, ich hab es getragen,
7 Jahren und so weiter und so weiter, ist Fontane vor allem durch seine Romane hervorgetreten, die ein emanzipatorisches Frauenbild vorweggenommen haben. Wer kennt diese Romane oder wer hat vielleicht rein zufällig schon mal was von Fontane gelesen? Simon? Effie Briest hat mir mein Vater mal geschenkt. Ich glaube, es hat ihm ziemlich imponiert. Ja, ich fand's ganz gut. Wusste ich's doch, er ist ein Arschkriecher. Danke, Simon. Was weißt du denn sonst noch über Fontane? Hm? Ja, ich glaube, der ist 1819 geboren und so um die 1898 gestorben. Und hat hauptsächlich Balladen und Romane aus der Märkischen, besonders aber aus der Berliner Gesellschaft geschrieben. Und jetzt ist er im Dickdarm angekommen. Guten Morgen, Jenny. Guten Morgen, Silas. Was machst du da? Ich baue hier auf. Hier? Klar. Und viermal probieren, zumindest morgens. Schließlich haben Schüler erstens Pausen, zweitens Geld und drittens immer Hunger. Ganz schön clever. Na dann, viel Glück. Jenny! Oh, meine Hilde. Sag mal, hast du schon den neuen Mirror? Ja. Wir sehen uns doch heute Abend beim Betriebsfest im Wilden Mann, ja? Ja, ja. Vielleicht. Komm mal mit rein. Mhm. Na, du Kaschmir-Bubi, was haben wir denn da? Übst du schon ein bisschen für später, hä? Der Fänger im Roggen. Hey, das habe ich auch mal geschenkt gekriegt. Ach ja? Ich dachte, du liest mir meinen Kampf. Nur zu deiner Warnung. Das passiert, wenn einer glaubt, er kann mir den Larry machen, kapiert? Scheiner, lass ihn doch. Wenn er uns anmachen will. Außerdem fände ich es besser, ich meine, wenn du schon lesen musst, dass du dann irgendwie so deutsches Zeug liest. Goethe, Schiller und sowas. Sonst wird der liebe Heinrich mich furchtbar böse. Die Glocke! Er soll uns die Glocke aufsagen. Ich hör verdammt noch mal damit auf. Vergiss nicht, Svenja, auf welcher Seite du stehst. Bloß lass die Kleine die Bürgschaft hören. Es ist ihr Lieblingsgedicht. Da geht's nämlich um Freundschaft und Zusammenhalt. Na komm, lass mal hören. Los wird's bald. Zu Dionys, dem Tyrannen schlich, Damon, den Dolch und so weiter und so weiter. Wie heißt's am Schluss? Am Schluss, du Pfeife! Ich sei, gewähret mir die Bitte, in eurem Bund der Dritte. Gewähr mir aber nicht. Hey, was ist das denn? Schau mal einer an, der Türke. Mensch, Jenny, das lässt sich doch alles ganz schnell klären. Du sagst Marco einfach, wo du warst und damit hat sich die Sache. Ich meine, was ist denn schon dabei? Du kannst doch wohl mal mit Zylo essen gehen. Oder sollst du die ganzen nächsten Jahre zu Hause sitzen und darauf warten, dass der gnädige Herr mal vorbeischaut? Verlangt er das von dir? Natürlich nicht. Zylos Onkel hat so ein kleines türkisches Restaurant, total süß. Der kocht das beste Shakshuka weit und breit. Und weißt du, was es zum Nachtisch gab? Soll ich mal raten? Du willst schon wie Marco. Entschuldigung. Was gab's denn? Bauchtanz. Schön. Und dann? Nichts. Überhaupt nichts. Punkt 10 war ich wieder zu Hause. Aber warum hast du denn dann Uwe und mir so einen Quatsch erzählt, von wegen du wolltest Maxi zu Wolfgang bringen? Hab ich doch auch. Das war alles längst so abgesprochen. Aber nicht wegen Sylo, sondern wegen Marco. Damit wir mal wieder einen ruhigen Abend haben und uns richtig ausquatschen können. Na, da ist ja dann wohl nichts draus geworden, ne? Im Gegenteil. Es war wieder Totalkrise. Dabei wollte ich es ihm heute Morgen erzählen. Und was macht er? Hört mir überhaupt nicht zu. Er schreit mich an. Da ist mir die Lust vergangen, wirklich. Sag bloß, der Kamelscheißefresser will sich hier niederlassen. Direkt vor unserer Schule, kann ich mir nicht vorstellen. Das sieht aber ganz danach aus. Das muss ein Irrtum sein. Der ist nur auf der Durchreise.
nach Kanakistan. Und zwar express. Hey! Was gibt's noch umsonst? Hey! Kanake! Hörst du schlecht? Du sollst dich verpissen, hab ich gesagt. Und zwar sofort. Ist das klar? Ich kann hier verkaufen wie jeder andere. Ist das klar? Obst verkaufen wie? Das gibt er doch noch vor. Wo kommen wir hin? Wenn ihr bald an jeder Ecke irgendwelche Scheißtypen ihre Scheißstände aufbauen und so ein verdrecktes Scheißzeug unter die Leute bringt. Hä? Was hast du ihm jetzt gesagt? Dass ich einen Schaufensterbummel gemacht habe. Und das hat er natürlich nicht geglaubt, hm? Ja. Ist mir jetzt aber auch egal. Mit Zulu konnte ich total gut reden. 3 Stunden haben wir nur gequatscht. Hast du ihm von dem Wettbewerb erzählt? Natürlich. Wenn da was draus wird, das wäre so toll. Weißt du, in dem Laden in Wiesbaden, da haben sie mir das Blaue vom Himmel runter versprochen. Von wegen Model und so. Aber außer viel heißer Luft und leeren Versprechungen ist da bisher noch nichts gewesen. Wenn sich aus dem Wettbewerb irgendwas ergibt, dann bin ich da weg, aber ganz schnell, das kann ich dir sagen. Jenny, jetzt denk nicht mehr dran. Du gehst jetzt rüber zu Marco und sagst ihm, was Sache ist. Und dann nur noch nähen, nähen, nähen. Vielleicht hast du recht. Sag mal, wann ist eigentlich nach Hause gekommen? Weiß ich gar nicht. So, jetzt räumst du das hier weg. Ihr werdet dich wegräumen, okay? Ihr Kanaken denkt wohl, wir kriegen nicht mit, was ihr hier abzieht, hm? Das ist doch nur Tarnung. Und echt pumpt ihr doch die Kids mit Drogen voll. Und ihr freut euch dann, wenn die sich kaputt spritzen mit dem verdammten Dreckszeug. Ich verkaufe keine Drogen, ich verkaufe Obst. Nicht mehr lange. Hopp. Hopp. Oh. Und wo kommt das Dreckzeug von H her, hm? Das ist deine Heimat. Und von wem wird es verteilt? Von dir und deinem Nachbarn. Du spinnst ja wohl. Seit wann verkauft dir jeder Türke gleich Drogen? Wo hast du das denn her? Ach, ab in die Walachei mit dem Gesocks, da wo sie hingehören. Sonst müssen wir nach. Lass das sein. Seit wann du zu uns? Oh, Silo, hör auf! Sie ist ein Mädchen. Das kannst du nicht bringen. Es kommt nicht teuer zu stehen. Schick dir nur Lampe! Danke. Lassen Sie mal bitte. Sie sind noch zu jung, um das zu wissen, aber es hat schon mal mit so dummen Sprüchen angefangen. Leider muss man sie ernst nehmen. Ich weiß, auch wenn es Idioten sind. Lassen Sie mal bitte, das geht schon. Hallo, Jenny. Mal, was hältst du davon, wenn ich heute Abend was Schönes koche? Ja? Ich habe Auberginen gekauft. Das sieht ja scharf aus. Finde ich toll, dass du wieder was machst. Damit dein Gewissen beruhigt, dass das Frauchen zu Hause keine Dummheiten macht? Sag mal, ist dir schon mal aufgefallen, dass egal was ich sage, du mich immer falsch verstehst? Was ist denn los? Aus allem entsteht nur Streit. Kann man doch nicht leben. Und was ist mit mir? Kannst du dir überhaupt vorstellen, wie das ist, jeden Tag zu Hause immer das Gleiche zu machen? Kochen, füttern, waschen, putzen. Aber das ist doch nun mal so. Und in anderen Beziehungen funktioniert es auch. Ja. Und wenn Männer abends nach Hause kommen, spiele ich dann noch das treusorgende Mutchen oder das liebestolle Schnurriburi-Mäuschen. Was soll ich denn machen, verdammt? Nichts, nichts. Alles okay. Du hast dich dafür entschieden, wegen dieser blöden Autos durch die Weltgeschichte zu gondeln. Jenny. Jenny, es tut mir leid. Wir werden das ändern, ja? Wir werden alles ändern.
Irgendwann, nicht sofort. Das verspreche ich dir. Ich will doch nur dich. Mit allen Ecken und Kanten und Beulen und Macken. Hey, was soll denn das heißen? Bin ich etwa ein Gebrauchtwagen? Absolut, ich bin's noch was. Wenn ich mich hätte, dann. Was ist denn los? Ich bin nur für ein paar Tage weg. Ein paar Tage. Ich kenne noch meine Alten. Zuerst macht er einen auf locker und dann zieht er dich total durch die Promotion-Mühle. Ach komm, jetzt fang du doch nicht auch noch an. Ey, es war gar nicht so schlecht. Aber ein bisschen üben musst du noch. Für Gesichter. Ihr wisst doch, was los ist. Was soll ich denn machen? Ich brauch die Kohle. Was meint ihr, wie viele Schulden ich am Hals hab? Joe Halsabschneider Engelberg rückt mir voll auf die Pelle und will 50.000 Eier von mir haben. Aber vergiss uns wenigstens nicht, wenn du mal ganz oben bist. Mann. Wofür haltet ihr mich denn? Ich hab ein total schlechtes Gewissen, weil ich jetzt doch abhau, obwohl ich das überhaupt nicht wollte. Ist gegessen. Hast du wenigstens Zeit für eine kleine Session? Genau das wollte ich gerade vorschlagen. Basilikum, Basilikum. Wo ist denn das Basilikum? Für eine gute Pesto-Soße braucht man nämlich viel Basilikum. Ja. Ja, ist ja gut. Wenn hier keins ist, dann muss dein Papa wohl mal den Laden plündern gehen, ne? Wie hast du die letzte Nacht überlebt? Ich jedenfalls habe wunderbar geträumt. Und rate mal, wer darin vorgekommen ist in dem Traum. Du. Und ein langer Kuss. Du wolltest gar nicht mehr aufhören. Hallo, Maxi. Wolltest du irgendwas? Eine kleine Zugabe vielleicht. Annalena, bitte. Das gestern war gestern und heute... Heute bist du wieder der Familienvater. Stimmt's? Bitte, Annalena, das musst du verstehen. Zwischen uns ist nichts, das... Dann will ich nicht weiter. Sei so lieb und gib mir die Gestecke für unser Betriebsfest heute Abend. Würdest du das für die kleine Annalena tun? So viel ist doch noch drin, oder? Das kann ich noch verlangen. Komm mit in den Laden. Hier mit der Bauchtanzmusik von gestern Abend drauf. Die gefiel dir doch so gut. Danke. War schön gestern mit dir. Die Gestecke fürs Betriebsfest im Wilden Mann, hast du die schon rübergebracht? Ja. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Viel Spaß noch zusammen. Vielleicht sehen wir uns heute Abend schon wieder. Schön, dass ich Donner erfahre, was gestern Abend wirklich los war. Statt Klamotten anschauen, Bauchtanz und Tralala mit ihm hier, ja? Und du? Hast ja wohl auch nicht zu Hause gesessen und Trübsal geblasen. Vielleicht sehen wir uns heute Abend schon wieder. Aber ich hab dich nicht angelogen. Ich hab dir gesagt, dass ich im Foxy war. Aus Wut, weil du nicht da warst. Warum sagst du mir nicht, was hier los ist? Die Wahrheit hilft nämlich in einer Ehe meistens weiter. Das ist ein Satz von dir, wenn du dich erinnerst. Bitte, Sylo, bleib. Weil du ja immer die ganze Wahrheit erzählst. Du brauchst nicht zu denken, ich hätte keine Ahnung, dass mit Annalena immer noch was läuft. Da läuft überhaupt nichts. Und da ist auch nie was gelaufen. Wenn du auf den Abend von neulich anspielst, ja? Da war ich bei Peter. Mit ihr. Alleine. Aber du? Sylo ist ein guter Freund und mehr ist nicht. Bitte, Sylo. Ja, Herr Busch. Ein guter Freund, hä? Dass ich nicht lache, das ist alles ein abgekatertes Spiel hier. Geht's nicht weg, Marco. Immer versteht er alles falsch, weil er es eben so verstehen will. Was ist denn hier für eine Trauerveranstaltung? Ronny ist gerade weg. Mensch, Kinder, freut euch doch, dass er endlich Erfolg mit seiner Musik hat. Kann mir gut vorstellen, dass du so einen Freund wie Ronny gut gebrauchen könntest. Ne? Aber man kann ja auch über 100 von Kilometern vorne bleiben.
Toller Tipp, danke. Kaffee ist fertig. Danke auch. Schreiben Sie es auf. Danke, ciao. Schau mal einer an, die Spaguzzi-Schleuder von unserem Türkenfreund. Die schnappen wir uns doch. Genau, wir wollten doch schon ewig eine kleine Spritztour machen. Ich muss in Mathe Nachhilfe. Warum bist du denn plötzlich so eifrig? Du willst doch nicht unserem Schleimerchen nachhelfen. Hey, die gehört euch nicht. Hau bloß ab, du! Das Kind sind dabei, eine Motorroller zu klauen. Du, soll ich dich eintüten oder was? Hä? Sofort aufhören! Verzieh dich, sonst gibt's Ärger! Bist du verletzt? Ey, das geht dir nichts an, verpiss dich! Ich lass dich von dem nicht gefallen! Mach ihn platt! Wir gehen. Wieso, was ist denn? Mann, das sieht ja schlimm aus. Komm, ich bring dich da rein. Achtung. Nicht schlecht, wie Sie das machen. Sind Sie vom Fach? Nee, ich bin Pianist. Ich soll heute Abend auf dem Betriebsfest hier spielen. Sie sind das. Ja, wunderbar, da sind Sie ja genau im richtigen Moment gekommen. Ja. Wollen Sie ein Bier? Ja, gerne. Willst du auch was? Ach, danke, nein. War das eigentlich Judo vorhin? Nee, mehr Aikido. Ist er richtig schwer verletzt? Nee, das ist halb so schlimm. Bin morgen wieder okay. Hör mal, ich will, dass Wolfgang Wagner davon nichts erfährt. Du weißt, dann gibt's immer so viel Gerede. Also, halt bitte deinen Mund, ja? Wer sagst du? Wie heißt der? Wolfgang Wagner. Das ist mein Klassenlehrer. Wieso? Kennen Sie den? Nee. Muss eine Verwechslung sein. Nur der Name. Es wird viel passieren. Wirklich nur eine Namensverwechslung? Verbindet Matthias nicht auch mehr damit? Und die Skins? Lassen Sie Sylo in Ruhe? Oder richten Sie in Ihrem Ausländerhass noch Schlimmeres an? Mehr dazu in der nächsten Folge Marienhof. Ja.